Wen gibt's denn hier noch? Oh, der ist aber auch ein cooler Dude hier mit blaues Hemd. Ja, du willst doch angesprochen werden. Kennt ihr die schon so gucken? Hallo, sprich mich an. Ich habe extra blaues Hemd angezogen. Hi, ja, jetzt. Wo kommst du denn her, wenn ich fragen darf? Die Frau macht jetzt schon so. Die so, das wird jetzt Fremdscham. Aber genau das brauchen wir hier, oder? Wir sind doch hier für Fremdscham-Momente, für Comedy, oder? Ja. Die so, nee. Wie heißt du denn, mein Lieber? Jörg. Jörg. Wow. Nee, einfach nur wow. Mir fällt auch einfach nichts mehr ein. Ich würde dieses Gespräch auch an dieser Stelle beenden. Nee, manchmal sagt so ein Name und die Aussprache mehr als 1000 Worte. Wir müssen nichts mehr wissen, oder? Jörg. Was machst du beruflich? Jörg. Bisschen Gastro, bisschen hier, bisschen da fummeln hier. Was für eine Gastronomie? Kantine. Kantine, nice. Ja, aber du bist so der Beliebte, oder, in der Kantine? Das will ich nicht fragen. Nee, dich mag man. Du bist zwar so ein Geier-Kantine, du gibst nichts aus. Du bist so korrekt, du bist so ein korrekter Typ. Ne? Das ist so alles muss... Weniger. Was bist du für ein Sternzeichen, Jörg? Du bist Widder. Wer war noch wieder? Wer hat geklatscht und wuh geschrien? Das sind die Besten, die so wuh schreien, aber dann nicht. Ach, das war ein Mann. Nee? Okay, Jörg, komm mal zu dir. Bist du aus Berlin, Jörg? Oh, Prenzlauer Berg. Da sind die Schwaben gekommen, du bist abgehauen. Wurde dir alles zu viel, oder? Ja, kannst du auch fühlen? Bist du Jörgs Ex-Frau? Ihr seht euch ein bisschen ähnlich. Ex-Schwiegermutter, sehr gut. Guck mal, so sind die Berlinerinnen, richtig schlagfertig. Ihr gehört doch alle zusammen hier, die Gruppe hier. Ach, schön, schön. Und ihr kommt woher, wenn ich fragen darf? Aus Pankow. Ist Pankow hier? Also, ach, die Grenze. Schön, schön. Und ihr macht euch heute einen schönen Abend. Hab gedacht, bisschen Comedy. Endlich. Warum endlich? Hast du lange keine Comedy geschaut? Lange nicht. Lange? Oh, warum denn? Weil du auf mich gewartet hast. Kennst du mich? Ehrlich, woher kennst du mich? Aus dem Fernsehen. Nicht OnlyFans? Wisst ihr, das macht mich sehr traurig. Ich gebe mir so viel Mühe. Ich produziere Fußbilder, Content und dann kennt man mich nur aus dem Fernsehen. Jörg, für dich kommt die Adresse noch. Ich weiß doch, was du willst, Jörg. Bisschen hier, bisschen da, bisschen Kantine, bisschen Fuß. Wie heißt du denn, wenn ich fragen darf? Hildegard. Ey, ein Riesenapplaus für Jörg, für Hildegard, für bei Bielefeld. Richtig coole Leute heute hier am Start in Berlin. Habt ihr Bock auf eine geile Show? Ihr Lieben. Bisschen hier, bisschen da, bisschen Applaus. Kriegen wir hin, oder? Sehr gut, sehr gut. Ich will, dass ihr heute Abend alle Probleme vergisst. Wir sind hier, um einfach Spaß zu haben, zu lachen, ein bisschen flirten, wenn ein guter deutscher Mann für mich hier ist. Einfach Hände heben. Nicht du, Jörg. Keiner da, keine gute deutsche Männer. Ich stehe ein bisschen auf deutsche Männer. Na, ich liebe deutsche Männer. Wo sind meine deutsche Boys hier? Macht mal hier Applaus. Basti! Wo, Basti? Junge, ich glaube, die haben das geplant hier alles. Die wissen, dass ich auf deutsche Männer stehe. Die haben gewartet, bis diese Frage kommt. Dann sagen, Basti! Basti ist aber so doof, der kann gar nicht mehr reden. Hey! Nein! Hey, hey, hey. Nein, Druf! Bro! Ich hab Angst! Druf, Drogen! Nicht so... Basti, hast du direkt deine Mutter mitgenommen, oder was? Beruhig dich mal, Bro, nicht direkt um Hand anhalten. Kann jemand Tee machen? Bei uns Iraner muss man mit Tee anhalten. Basti, wo bist du, Mann? Hinter Säule versteck, um Frauen zu klären. Ehrenmann, macht man genauso in Berlin. Also die sollen nur meine Stimme hören und mich nicht sehen. Das ist besser für alle. Basti, wie geht's? Ganz gut. Hey. Oh krass, Polohemd hast du sogar rausgepackt, Mann. Du hast richtig übertrieben. Hast du auch Taschenlampe beim Joggen auf dem Kopf?
Du joggst nicht? Das sieht man. Spaß, du bist ein sehr hübscher Kerl, Basti. Du wirst bestimmt glücklich mit einer anderen Frau. Hildegard, bist du Single? Hier, wer? Ach, der hinter dir ist dein Mann? Ah! Das ist es dein Mann? Schön. Oh, wow, ihr seid aber ein tolles Paar hier. Hildegard, wie schaffst du es, Männer an dich zu binden? Ich will auch. Ach, der hat eine Binde drum auch, okay. Schön, wir kommen darauf später zurück. Ich bin gespannt, wie was mit Hildegard abgeht. Ey, Basti, wir hören uns später. War das gut flirty oder war das ein bisschen zu viel? Das war zu wenig. Basti? Wir sehen uns später. Besser?